Hallo, ich bin's nochmal mit dem Video. Heute schon das dritte Video und vielleicht folgt sogar noch eins. Das weiß ich noch nicht genau. Heute ist irgendwie Videotag bei mir. Und zwar habe ich eben gerade noch Post von der Limoni bekommen. Und die Moni hat mir wieder Sachen geschickt für meinen Resintauschaufruf. Da hat sie fünf, sechs Teile. Ich glaube, eins, zwei, drei. Sechs Teile hat sie. Ja, wollte sie jetzt haben. Also wir haben uns nach langem Hin und Her jetzt geeinigt. Und im Wert von 16 Euro. Und ja, das hat sie jetzt eingekauft für mich. Sie war beim Teddy für mich shoppen. Und da sie hat nichts eingepackt. Das ist aber auch echt überhaupt nicht schlimm, dass du das nicht eingepackt hast. Ganz ehrlich, ich finde das nicht schlimm. Und ich habe schon mal einen kleinen Luscha-Anfall gehabt. Und finde die Sachen schon mal ganz cool, die ich gesehen habe. Und ja, ich hole jetzt am besten eins nach dem anderen raus. Und dann sehen wir das. Und zwar sind hier halt diese Charms. Zwar sind hier, die kennt auch, denke ich, jeder. Die habe ich auch schon gesehen bei uns, die habe ich mir aber noch nicht mitgenommen. Diese Blattcharms. Die sind auf jeden Fall schon mal top, weil die habe ich, wie gesagt, nicht und die finde ich echt total schön. Ah, und die finde ich ja auch cool. Die hatte ich gerade in meinem letzten oder vorletzten Video von der Annemarie. Die hat die auch benutzt und hat mir zwei mitgeschickt. Ich habe gedacht, die gibt es nur bei Doreen Beats und so, aber nee, die gibt es sogar im Teddy. Das finde ich ja richtig cool. Dankeschön. Die sind top. Gefallen mir sehr gut. Dann haben wir hier Regenschirme. Da sind jetzt drin, ich glaube, sechs, ne? Ja, sechs Stück. Charms gehen bei mir ja immer. Dann haben wir hier, oh, die sind ja wohl mal schön. Federn. Die habe ich noch nicht gesehen. Das sind vier Stück. Das sind so eine hübschen Federn. Ich glaube, die werde ich wohl schon wieder gar nicht benutzen, weil die so schön sind. Dann, oh, Schlüssel. Schlüssel finde ich natürlich auch top, weil ich habe noch nie Charms mitgenommen vom Teddy, weil ich es zu teuer finde, um ehrlich zu sein. Weil ich kaufe mir meine Charms dann lieber über Doreen Beats. Weil ich freue mich natürlich, wenn ich das so bekommen tue. Dankeschön. Schlüssel sind total schön, weil ich liebe Schlüssel. Dann, was haben wir? Okay. Und zwar haben wir Schlüsselringe. Die sind natürlich auch top und die gibt es beim Teddy nicht günstiger. Also, die gibt es nur günstiger im Teddy. Woanders kriegt man die nicht, denn so günstig. Ich habe die bei Doreen Beats. Da gibt es, waren das 10? Ich glaube, 10 Stück für 3 Euro noch was oder so. Und das ist schon ein ganz schöner Unterschied zu Teddy. Und die sind von der Qualität auch nicht anders. Und ja, also darüber freue ich mich wieder sehr, weil ich die immer gebrauchen kann. Dann haben wir hier nochmal Schlüssel. Sind das die gleichen nochmal? Ich glaube ja. Ja, das sind nochmal die gleichen Schlüssel. Dann. Oh, nochmal Federn. Oh, das ist cool. Das ist wirklich cool jetzt. Das finde ich top. Dann benutze ich sie vielleicht doch mal ein, zwei oder so. Dann, noch mehr Schlüsselringe. Das ist auch super. In Herzförmchen diesmal. Weil ich glaube, in Blumenform habe ich mittlerweile einige. In Herzform habe ich so gut wie gar keine mehr. Dankeschön. Dann haben wir, sehe ich hier ein Notizbüchlein. Das packe ich mal aus. Das finde ich ganz niedlich. Und zwar sind das diese Kängurus und sowas drauf. Hier ist ein Gummibändchen zum Aufmachen. Hier ist ein Loch drin, also so eine Wüste soll das, glaube ich, darstellen, so Gras. Und hier drin ist liniert. Das ist natürlich auch wieder toll, weil im Moment kann ich Notizbücher ganz gut gebrauchen. Dankeschön dafür. Dann haben wir einmal Halbperlen. Die sind auch immer schön. Freue ich mich sehr drüber, über solche Halbperlen immer. Dann haben wir hier nochmal so eine Bordüre. Die sind auch so schön. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht in diesem Silber. Silberweiß so. Und dann haben wir, glaube ich, noch ein paar Sticker. Und zwar haben wir einmal diese, ja, diese Bauernhoftierchen. Die habe ich auch noch nicht gesehen bei uns. Also, das Schaf ist ja wohl mal drollig. Schaut mal.
Die haben auch so einen Perlmutt-Schimmer irgendwie. Die sehen irgendwie echt cool aus. Dann haben wir so Zirkustierchen. Mit Zirkus und sowas. Die finde ich auch hübsch. Dann haben wir, oh, die sind am schönsten. Waldtiere. Und zwar mit Füchschen und Eule und sowas. Und die sind echt schön. Hier, der Fuchs ist ja wohl mal mega niedlich. Den werde ich bestimmt mal eingießen. Die sind echt wunderschön. Und dann haben wir noch ein Eulendings. Den habe ich auch schon einmal gekauft, weil ich den so schön fand. Und ich freue mich eigentlich echt total riesig, dass ich jetzt den zweimal habe. Weil ich ihn dann wenigstens auch benutzen kann. Ja, ich bin auch so und benutze die Sachen nicht wirklich, wenn ich sie nur einmal habe. Gerade wenn die so schön sind. Also das ist wieder perfekt. Dankeschön, liebe Moni. So, der Umschlag ist leer. Und liebe Moni, du hast wieder total in Schwarze getroffen. Also die Sachen sind echt schön. Ich freue mich über alles. Es sind wirklich schöne Sticker bei. Und hier die ganzen Charms und die Anhänger sind natürlich auch total top. Wie gesagt, das Notizbuch ist auch schön. Und mir gefallen alle Sachen total. Und ich werde deine Sachen natürlich so schnell wie möglich losschicken, damit du deine Sachen auch bekommst. Und habe mich sehr gefreut über diesen Tausch. Vielleicht ist es ja nächstes Mal nochmal soweit. Und bis dahin sage ich dann erstmal Tschüss.